draußen. Ich grüße euch alle ganz herzlich und wollte mich einfach nur mal melden und wollte hier von meinem unfreiwilligen Urlaub euch vielleicht ein bisschen was erzählen. Vielleicht habt ihr ja Lust, was darüber zu hören. Und Entschuldigung, da muss ich rangehen. Das ist mein kleiner Bruder. Hallo, Luke? Hallo, hier spricht Commander Luke Skywalker. Spreche ich mit meiner Lieblings-Zwillingsschwester, Prinzessin Leia Organa? Ja. Das freut mich. Wie geht es dir? Was machst du gerade? Oh, danke. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Und ich versuche gerade irgendwie auf meinem Schreibtisch hier ein bisschen Ordnung zu machen, weil... Ach, ist ja witzig. Habe ich auch gerade gemacht. Ah ja? Aber ich habe dabei den Schreibtisch zerstört, weil ich hatte das Lichtschwert, wollte ich putzen und da ist es angegangen und du weißt ja, wie die Waffe alles kaputt macht. Oh, aber du weißt doch auch, dass man sein Lichtschwert nicht auf dem Schreibtisch putzen darf. Ja, auch nicht in der Badewanne, ich weiß. Gut, also ich werde jetzt mal anfangen mit meinem Schreibtisch und du kannst ja auch mal versuchen, bei dir jetzt ein bisschen Ordnung zu schaffen, ne? Da muss ich, ist ja alles verbrannt und angesenkt. Eben. Möge die Macht mit dir sein. Ja, genau. Möge die Macht auch mit dir sein. Ja. Herzlichen Gruß. Pass auf dich auf. Genau, bleib gesund. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war so ein kleines Familiengespräch. Sowas kann man jetzt natürlich auch schön machen. Mit seinen Lieben und seinen Freunden und seinen Bekannten telefonieren und mal ein bisschen mehr als nur eine SMS schicken und wie geht's, gut, danke und tschüss. Also man kann auch wieder richtig Gespräche führen und ich fange jetzt einfach mal an hier mit meiner Baustelle, mit meinem Schreibtisch und wenn ich dann bei meiner nächsten Baustelle bin, dann melde ich mich wieder bei euch und ich werde natürlich mein Laserschwert nicht auf dem Schreibtisch putzen. Macht's gut und bis dann. Tschüss.